Lalalalalala. Ja, ansonsten war das ja auch wieder Quatsch-LP. Ich habe so das Gefühl, dass wir... Ach, guck mal, unser Leben regeneriert sich mit der Zeit. Oder kam das durch Melone essen jetzt? Ne? Probier's mal. Ach so, okay. Es wird wieder... Ist schon wieder so ein Indie-LP. Ja, momentan Minecraft, wir haben The Forest und wir haben das. Und bald kommt noch Anno. Okay, das wird ein bisschen viel irgendwann. Also, vielleicht werde... Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich meinen Kanal irgendwann auch komplett in die Richtung. Ich kann es nicht sagen. Mir macht diese Art von Spielen natürlich mega viel Spaß. So Aufbauspiele, Sammelspiele, Survival-Spiele. Das macht einfach mega viel Spaß. Ich bin nicht so der Typ, der durch die Gegend einen Shooter macht. Ich shoote auch mal gerne. Wer weiß, ich eine gewisse ist vielleicht noch meine MW2-Zeit, die ich damals hatte. Muss ich gerade sehr danach gehen, ich weiß. Ich shoote gerne mal ab und zu. Aber so wirklich prinzipiell nur shootern... Ja. Ich bin lieber so der Aufbautyp, der sich was aufbaut und sich dann sagt, okay gut, das Häuschen habe ich gebaut, da bin ich stolz drauf. Das ist dann eher so mein Fall. Aber wem erzähle ich das? Leute, die mich länger schon kennen oder länger zugucken, die treuen Zuschauer, diejenigen, die wissen das. So. Meine Nase lässt mich gerade echt nicht in Ruhe, ich weiß nicht warum. Holzplanken waren das, gell? Genau, haben wir nie genommen. Machen wir uns ein paar Holzplanken. Hui! So. Und dann... Moment. Wird mit Planken weitergebaut. So. Klack, 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 klack. Momentan kann man auch noch in sich hineinbauen, wenn man das möchte. Da ist momentan noch nicht so viel, aber wie gesagt, ist eine Alpha, da kann sowas passieren, das ist vollkommen okay. So, dann würde ich sagen, ist dann hier der Aufgang. Und da ist die Tür. Also da ist der Aufgang hier so, und kommt dann hier so runter, würde ich sagen. Und dann kann man hier so rein und da steht dann die nächste Workbench, wenn ich sie denn bauen kann. Crafting, allgemeines Werkbänke, normale Werkbank haben wir momentan nicht mehr. Können wir also auch nicht craften. So, da müssen wir mal schauen, das war hier jetzt. Hier würde ich gerne noch zwei hoch. Ich habe gemerkt, wir sind drei hoch an sich als Figur. Das heißt, es ist praktisch, wenn man sein Haus vier hoch baut. Dann sieht das sehr eingeengt aus. Also, nee, warte, so, genau so. Und dann sogar noch eins hoch. Und da jetzt noch eins drauf. Und dann die Decke erst, weil sonst sieht das mega eingeengt aus. Ich muss ja mal von außen schauen, wie das aussieht. Da komme ich jetzt natürlich nicht ran, das ist super. Da muss ich mich eine kleine Hilfsmittel begreifen, befähigen, benehmen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. So. Wir sind halt schon so ein halber Riese, da muss man das einfach machen. So, da haben wir jetzt schon mal die 64 verballert. Moment, dann hier noch. Und da wird es auch schon wieder Tag. So. Ich würde einfach sagen, hier machen wir jetzt einfach keine... Fenster rein, weil ich jetzt einmal schon mal zugebaut habe. Weil hier kommt ja dann sowieso das nächste Dings da noch ran. Das heißt, hier muss kein Fenster rein. Muss ich dann irgendwie da hochkommen? Ach, scheinbar sind schon alle. Na gut. Dann schauen wir uns das mal ganz mal von außen an. Wie sieht das aus? Hier würde ich gerne übergangsweise erstmal eine Treppe hinbauen. Damit man den ganzen Spaß auch erreicht. So, das kann ja schon so ein bisschen befestigt aussehen. So, klack, klack. In näherer Zeit wird da sowieso erstmal nichts Neues dazukommen. Also, die werden natürlich... So, kann man da noch einen dazwischen setzen? Wir werden natürlich sowieso erstmal dieses Zimmer hier fertigstellen. Das heißt, es wird eine Weile dauern. Da kann so lange ruhig mal dann so ein Ding sein. Hier würde ich jetzt einmal mal das Ding da wegnehmen. Diesen Hügel. Da er doch ziemlich komisch aussieht. Okay, da war jetzt nicht das Problem. Hier. Okay.
Und wenn ihr wisst, dann haben wir den auch mal weg, den Hügel. Oh, wenn wir mal drei sind. Vier. Und da kommt da noch ein Stein hin. Stein hin? Haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Wie viel haben wir denn noch? 8 Stück noch. Okay. Wait. Dann machen wir die 8. Dann bauen wir die 8 jetzt einfach mal noch hier ein. So. Immer noch was. Dann bauen wir den nach dahin. Und jetzt haben wir es voll. Und da haben wir eine lustige Treppe nach oben. Warum nicht? So. Dann würde ich sagen, wir spazieren mal ein bisschen ins Tal. Wir wollen natürlich ein bisschen Holz sammeln, aber das würde ich gerne im Tal machen. Aus dem einfachen Grunde, dass ich auch diese Apfelbäume hier mal holen will. Kann ich hochklettern? Nee. Durchklettern kann ich. Super. Es gibt ja auch einige Tiere. Kühe, Schweine. Hat der jetzt Äpfel verändert? Ich glaube nicht, gell? Es gibt hier Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen momentan. Bei Kühen und Schweinen kriegt man was raus. Bei Schafen, habe ich geschaut, gibt es nichts. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zufallsgeneriert ist, dass man da ab und zu was rauskriegt. Sieht schon lustig aus. Das Schwein da hinten hole ich mir auf jeden Fall gleich mal. Weil die geben echt gut Nahrung. Da würde ich am liebsten eigentlich mein Inventar mal hier ein bisschen anpassen. Hallo? So. Das dahin könnt ihr die Bade noch nehmen. Und das Hunting-Kneif darüber. So, die 1 ist das Schwert. Gucken wir mal hier. So, ganz kurz den Busch hier wieder kriegen. Ist leider kein Ding. So. Und da können wir jetzt hier wieder ins Inventar gehen. Und da sind 6 Stück Bacon drin. Das ist natürlich eine ganze Menge. Bis Mittag. Da. 3 Holz ist auch noch drin. Ah, das habe ich gerade getauscht. Aus dem Wunder, wieso ist ein Schwein Holz drin? Das ist, war wohl ein sehr seltsamer Schwein. So. Kann man eigentlich damit? Mal probieren, warum nicht? Das ist eine helle Bade. Einfach logisch, her müsste es gehen. Geht wirklich. Nicht über diese Figur aus, als wenn du so von der Seite so zuschlägst. Dann nehme ich die helle Bade zum Holzhacken. Braucht vielleicht einen Schlag mehr, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ist cooler. Jetzt muss ich mal gucken, was passiert, wenn ich die Ziege kaputt mache. Oh, ein Schlag und das war's schon. Ziege? Inventar! Ziege hat nichts. Okay, dann machen wir mal Körper verstecken und weg ist das Ding. Wo ist eigentlich jetzt unser... Ach, da drin. Hin. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, ob... Oh, das sieht so geil aus wie der Sonne im Hintergrund. Jetzt wollen wir mal gucken... Oder Vordergrund. Das ist ja eher so der Vordergrund. Ja, egal. Wollen wir mal schauen, dass wir unser Häuschen nicht noch fertig kriegen. Also zumindest ansatzweise fertig kriegen. Und jetzt sehen wir zum Beispiel gerade den Unterschied, für alle, die es vorher nicht gemerkt haben. Wir haben jetzt leicht mehr Hunger als Durst. Die war übrigens unten in der Ecke. Ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich meine Webcam hin... Ich weiß auch gar nicht, wo ich meine Webcam hinmache. Ich kann es also noch gar nicht sagen. Wir haben auf jeden Fall momentan... Ach, das sind Setzlinge, wenn man die Dinger aufhebt. Ach so. So sieht man die Setzlinge. Ah. Jetzt will ich mal gucken, dass hier, ob hier um den Baumstamm herum Äpfel rumgefallen sind, aber ich glaube es nicht. Die kann man übrigens auch abklopfen, die Baumstämme. Ich mache es mal jetzt testweise hier, damit ihr es seht. Dauern bloß sehr lang, diese Baumstämme rauszuholen. Deswegen lasse ich die meistens erstmal stehen. Kann man dann, wenn man wirklich mal Holz tut, hat, kann man die wirklich so mitnehmen. Also, was ich halt wirklich schön fände, ist, wenn dann Feind dafür gesorgt wird, dass es verschiedene Waffen gibt, dass man sich ein bisschen ausrüsten kann, vor allem, dass die Erze dazu kommen, das ist, glaube ich, das Wichtigste momentan. Das ist ganz schön stark, die Waffe, ja? Was ist denn? Rippchen! Das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ich fände es cool, wenn schnell die Erze dazu kommen würden, weil das Mining existiert zwar, macht aber momentan natürlich noch keinen Sinn ohne die Erze. Ist das jetzt hier die Mine, wo ich wow, mich vorhin runtergegraben habe? Nee, scheint anders zu sein.
Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder hin? Ich laufe hier die ganze Zeit wild durch die Gegend und im Endeffekt finde ich meine Hütte nicht mehr. Da drüben ist sie. Man muss ja echt aufpassen mit den Löchern, dass man nicht einfach reinfällt. Ist aber natürlich auch realistisch, weil kann passieren, dass einfach mal ein Loch im Boden ist. Muss man mit rechnen. So, wir müssen dann auf jeden Fall gleich uns mal beginnen, ein Rost zu bauen. Den Rost, das sage ich gleich, den werden wir uns cheaten müssen, sage ich mal. Weil Roste kosten Eisen und Eisen ist momentan noch nicht findbar. Das heißt, wir müssen uns, um zu überleben, leider cheaten da ein bisschen. Das tut mir sehr leid, aber ist leider nicht unumgänglich. Ist leider unumgänglich, nicht unumgänglich. Ist unumgänglich. So, ich nehme mal den Baum noch mit, dann gehen wir mal nach oben und dann zeige ich euch das mal. Ich finde es auch sehr schön, dass das hier so gemacht ist mit den Bäumen umfallen. Gefällt mir sehr. Ich finde es zwar ein bisschen suboptimal, dass wenn man das zerhackt, dass dann gleich alles zerfällt, aber naja, naja. Man kann ja nicht alles. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Es waren 23 Stunden. Piss. Kann man ja echt so ein bisschen... Ne, cheaten kann man auch nicht, also wir müssen auch hier zur Treppe hoch. Ich würde gern... So. E. Crafting. Feuerstelle. Werkbänke bräuchte ich gerne nochmal die. Dann müssen wir uns erstmal Holz herstellen wieder. Lalalala. Machen wir erstmal das Holz. Oder? Ja, so. Okay, Werkbänke können wir uns hier nochmal machen. So, dann haben wir hier... Lichter, da haben wir die Fackel. Da könnten wir mit Stöcken uns hantieren. Rohstoffe haben wir hier. Können wir uns Stöcke machen. Jetzt brauche ich aber momentan noch nicht, wegen der die Fackel. Naja. Okay. Dann bauen wir uns mal hier noch eine Werkbänke. Workbench jetzt hin. So. Super, da haben wir die nämlich mal hier unten. Dann kommt auf jeden Fall hin, aber das kommt nicht hier runter, das kommt nämlich hier hoch. Einmal die 4. Das ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, aber das passt schon. So, jetzt hier eine Feuerstelle im Haus. Dann bauen wir jetzt auf jeden Fall die nächsten Werkbänke. Ich weiß, ich baue mir das gerade als doppelt, aber ich möchte es gerne auch mal im Haus haben. Die Sägebank ist am wichtigsten, deswegen baue ich mir die jetzt erstmal. Okay, auf der 4 haben wir uns. Jetzt werdet ihr gleich was sehen. Die Sägebank ist enorm. Und ich sehe gerade, ich habe es perfekt gebaut. Passt perfekt in die Nische rein. Wie geil ist das denn bitte? Jetzt hab ich mal rein. Dann kommst du hier runter. Ja, sag mal, hier oben ist das Ding. Dann kommst du hier runter und hast hier deine beiden Workbenches. Und jetzt zeige ich euch was. Und zwar gibt es nämlich hier jetzt Einrichtungsgegenstände. Mit der Sägebank macht man Einrichtungsgegenstände. Und ich möchte gerne eine Truhe. Man hat hier die alte Truhe, die Holztruhe, die Metalltruhe finde ich nicht so cool. Und das Fass. Und Alter, ich bin Freund von Fässern. Und deswegen werden wir hier Fässer platzieren. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Und das Fass kommt stilgetreu in die hinterste Ecke. Und da kann man jetzt nach Belieben erstmal Tonnen von Melonen reinpacken. Das ist unser Melonenfass, würde ich sagen. Und ich und die Blumen und Setzlinge kann man auch reinpacken. Weil die brauchen wir dann auch nicht. Was hab ich da jetzt reingepackt? Erde. Ne, die behalte ich mal. Hallo, gib die Erde her. Nein, gib das auch her. Du sollst jetzt noch reinpacken die Setzlinge, weil die pflanze ich momentan noch nicht an. Da muss ich dann erst gucken, dass ich mir vielleicht eine Farm oder sowas baue, weiß ich noch nicht genau. Okay. Das Poster würde ich gerne aufhängen. Kann man auch auf den Boden machen. Ich würde es gerne auf Augenhöhe einfach dahin nehmen. Ist das doch geil, oder? Du kommst hier rein, hast du ein Bild aus bei hängen. Da kannst du dir da jedes Bild hinhängen, das du möchtest. Das ist voll genial gemacht. Ich feiere das. Ich feiere das, Alter. Ich feiere das. Okay. Wir haben noch 12 Holz. Und man kann, glaube ich, mit der hier genau Glasscheiben noch machen. Diese Mom dann auch noch Preview. Man sieht's da. Wir machen uns einfach mal ein paar, 10 Stück. Holzbalken, Holzfensterrahmen A, B, C und D. Ich würde es mit dem altmodischen guten D machen.